Hier wird das richtig geisteskrank. Also hier ist wirklich alles nur drin. Also ich habe generell noch leider kein verlassenes Flugzeug gesehen, aber das ist absolut gestört hier. Herzlich willkommen zu meinem Lostmess-Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind gerade auf dem Weg. Wir wollen uns ein paar verlassene alte Flugzeuge angucken. Ein Hubschrauber und irgendwie auch so ein Mannschaftsflugzeug, würde ich es einfach mal sagen. Sind jetzt hier gerade ein bisschen auf dem Weg. Schlagen uns ein bisschen durch die Strüpp, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, lass uns einfach loslegen, würde ich sagen. Ja, wir sind jetzt hier schon auf dem Gelände drauf. Und ja, müssen gar nicht so weit laufen da vorne. Durch die Strüpp sind schon die ersten Flugzeuge zu sehen. Oder das erste Flugzeug, wie gesagt, ist schon wohl ein bisschen länger her, wo mein Kumpel hier gewesen ist, der mir die Location gegeben hat. Und ja, einfach mal kicken, was uns hier noch so erwartet. Ja Leute, hier sind sie schon von Weitem zu sehen. Ganz rechts, Marine, Flugzeug, Mannschafter, also für Mannschaften denke ich mal, dass da also wurden mehrere Leute transportiert. Und daneben sind noch zwei Hubschrauber. Wir gehen jetzt erstmal einen Weg hier weiter. Muss nicht hier direkt durch das Strüpp zu schlagen. Siehst du? Da ist er wieder. Fast auf die Schnauze. Durch das Strüpp zu schlagen. Und ja, dann kicken wir uns halt mal an. So, bei dem ersten Helikopter hier habe ich auf jeden Fall Glück. Da kriegt doch mal diese krassen Flügel an, ne? Die Rotorblätter, genau. Ich bin schon wieder nicht drauf gekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, ne? So sieht das Innenleben aus von so einem Helikopter, ne? Natürlich alles ganz leicht. Ist nicht viel Zeug drin oder so, ne? Alles Leichtbau. Ist natürlich auch, ich denke, ein älterer Helikopter. Keine Ahnung, aus welchem Jahr, vielleicht finde ich ja da nochmal irgendwie einen Anhaltspunkt. Jetzt gehen wir mal vorne in den Cockpit drin. Muss ich nicht, Leute. Ich bin noch nie geflogen, außer auf der Schnauze. Aber trotzdem krass, ne? Guck mal, wie einfache Technik das einfach war. Einfach so ein aller Schallknüppel. Heute ist das alles hochmodern und weiß ich was alles, ne? Also. Leider sind die ganzen Instrumente auf der Seite schon raus. Aber trotzdem geil, ne? Ich meine, wann sieht man sowas mal? Da oben hat er natürlich auch eine Sonnenblende gehabt. Und hier auch nochmal verschiedene Knöpfe. Das ist alles auf Russisch. Ja, alles russische Knöpfe. Obwohl es ein deutscher Helikopter sein soll, keine Ahnung. Also hier an den Rädchen steht alles auf Russisch drauf. Ja Leute, wie gesagt, hier hat der Pilot gesessen auf jeden Fall. Ich weiß natürlich absolut nicht, für was hier die verschiedenen Hebel sind. Hier links ist ein Hebel, da unten ist auch nochmal so ein kleiner Hebel. Hier sind die verschiedensten Knöpfe. Keine Ahnung, mit Sicherheit für Triebwerke, Licht. Naja, was alles so gebraucht wird. Hier sind doch unten sind so eine Art Gaspedale. Die kann man nach vorne. Die kann man irgendwie, ja, die sind irgendwie, keine Ahnung. Kann man natürlich nicht mit dem Auto vergleichen, ne? Aber mir beeindruckt das sowieso immer so die Technik, egal von was, ob vom Flugzeug oder Auto, wie das alles so funktioniert, ne? Das war mit Sicherheit, naja, klar, der Steuerhebel, ne? Links, rechts, vorne, hinten. Ja, ich denke mal, dafür muss man schon eine auf der Kirche haben. Hier kann man vielleicht den Sitz, hier ist so ein kleiner Drehchen, das ist auch wie beim Auto, kann man vielleicht den Sitz ein bisschen verstellen oder so. Und hier nebenan saß der Co-Pilot, ne? Der echte Verteiler Autopilot steht da oben. Da ist so eine Tasche, da war vielleicht mal eine Bedienungsanleitung drin oder so. Das hier unten sieht tatsächlich aus wie, ja, weiß ich nicht, eine Handbremse oder so. Keine Ahnung, ob man die hochziehen konnte.
Hat so ein Helikopter eine Handbremse gehabt, Alter? Keine Ahnung. Für die Höhe. Ach, für die Höhe. Ja, okay. Ja, das zum Räder rausfahren. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sieht das auch halt einfach so ein Hebel, den man hochziehen kann wie so eine Handbremse. Wenn du das ist für die Flughöhe. Für die Flughöhe, ja. Ah. So ein Helikopter 117 geguckt, man? Nee. Okay, ich habe gerade nochmal ein kleines Tutorial gekriegt von einem Profi-Pilot. Mit Spaß. Von Eric, der hat 4 Flugsimulator gespielt, glaube ich. Er hat gesagt, mit dem Pedal nach rechts konnte man nach rechts und mit dem linken nach links halt, ne, ganz normal. Ja, und dann mit dem Steuerknüppel Höhe. Links, rechts. Auch links, rechts. Also, Kreis, genau. Neigung. Hebel rechts neben dir, hoch und runter. Aber wie gesagt, auf den Schaltern, das ist alles russisch hier. Alles russisch. Und wenn man nochmal guckt, da hinten, da komme ich gestern hin, weil hier so viel Rümpel liegt, da konnte man die Klappe nach unten öffnen und dann sind die da mit Sicherheit alle rausgesprungen. So, weiß ich gerade, wenn sie über ihrem Einsatzgebiet abgesprungen sind. Jetzt kommen wir zur zweiten Maschine. Den konnte aber schwimmen wahrscheinlich. Guck mal. Der kann sein Fahrwerk komplett infahren und hat so einen Schwimmrumpf. Stimmt. Ja, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber da drinnen sieht es auf jeden Fall noch ein bisschen geiler aus. Ja, Leute, jetzt sind wir in dem anderen zweiten Helikopter hier drinnen. Und das sieht jetzt nicht aus wie so ein als wenn hier Soldaten drin gesessen haben, die dann irgendwann abgesprungen sind. Boah, da liegt sogar noch ein Fallschirm, Leute. Krass. Nochmal zurückrudern, Leute. Ich habe mir getäuscht. Das ist eine Rettungsweste, Schwimmweste, was auch immer. Und hier aber noch eine Sauerstoffflasche. Krass. Übel, Leute. Das hier in dem Cockpit sind sogar die ganzen Schalteinheiten. Hier ist alles noch drin. In dem anderen war das schon alles rausgerissen. Und jetzt war das wieder ein bisschen überblendet durch die Sonne. Wie gesagt, die ganzen Schalteinheiten, alle Knöpfe. Alles noch dran, auch hier oben. Aber alles wieder auf Russisch, ne? Ja, der Schaltknüppel auch noch da. Aber da fehlen die Instrumente. Genau, hier konnte man nochmal so runterklappen. Dann konnte hier vielleicht nochmal ein dritter sitzen. Ne? Klappen wir wieder hoch. Vielleicht Tankvolumen in Kubik? Kubik steht hier, genau. Ja, Erik sagte gerade, vielleicht Tankvolumen, Drehzahl und so ein ganzer Kram. Vielleicht Höhe. Also Abstand zum Boden, keine Ahnung. Also kann man absolut nicht entziffern, ne? Weil das alles russische Zahlen sind. Da steht irgendwann mit Paket. Gucken, ob wir das da, ja, kennt man ganz gut auf dem Handy. Eric hat gerade irgendwie so eine App gefunden, oder? Ist das eine App? Ja, ja, ist über Google Lens. Google Übersetzer. Genau, da steht ganz genau dran, was das sein soll. Okay, jetzt sind nur Abkürzungen. Was steht hier? Rotlicht. Rotlicht steht da, ja, was noch? Da oben steht wo? Na, ich denke mal. Instrumente. CH-Gruppe, Gruppe 2, Gruppe 1. Siehst du das? Nee, sag mal, was da so steht. Da steht Take-off-Modus, Verwaltung, Umsatz, Hydraulik ein, aus, Basic, Alarm. Was ist da? Anzeigen links, rechts. Okay. Ja, krass auf jeden Fall. Wie gesagt, mit dieser App kann man das eigentlich ganz gut übersetzen. Vielleicht nicht Wort zu Wort oder so. Aber vielleicht hat man da ja so einen kleinen Anhaltspunkt, was das alles für Instrumente und Knöpfe waren, sagen wir jetzt einfach mal, ne? Ja. Leute, jetzt haben wir auch den Knopf hier gefunden, womit man die Raketen abschießen konnte. Und Suchlampen steht da irgendwie noch, Hydro, bla bla bla, Kupplung, TH-Öffnung, Funkkompass, allmöglicher Scheiß, Autopilot sogar, ja krass. Ja, einfach nur schön. Leute, und hier habe ich jetzt nochmal die Ecke gefunden, wo mit Sicherheit der Funker gesessen hat. Ja. Hier ist auch nochmal so ein Blatt mit einem Haufen Abkürzungen, vielleicht Funksprüche, Abkürzungen in Zahlen für irgendwelche Wörter oder so. Also für die Funksprache sage ich es einfach mal. Absolut geil. Ja. Hier auch verschiedene Knöpfe. Richtig wild, Jungs und Mädels. Kleines Schubfach, ist ja was drinnen? Ne, alle. Ja, Leute, da durch diese kleine Luke da, musste ich durch. Hab mir jetzt auch hier durchgewrankt, sag mal. Und hier oben geht das jetzt ins Cockpit. Und hier
Leute, und hier oben, hier wird das richtig geisteskrank. Also hier ist wirklich alles noch drin. Alles noch an Bord. Hier die ganzen Instrumente. Alles nur da. Hier ist irgendwas für Ground, Building. Leute, hier ist alles noch drin, Alter. Wie krank das einfach ist. Absolut gestört. Da, der Steuerradknüppel. Ich bin gerade schon wieder so geflasht, ich wisch mir ja gar nicht, was ich sagen soll. Weil das so krass ist. Da auch noch. Hier sind die Bezüge sogar noch richtig gut. Ne? Und jetzt ist mir meine Taschenlampe da unten runtergefallen. Kann, bring mal meine Taschenlampe mit, die ist runtergeflogen. Pussy. Oder hast du sie schon wieder geholt? Ja, die leuchtet was. Genau. Ja, Manfred hat sich jetzt entschlossen, auch noch hinzukommen. Da unten kommt er. Leute, jetzt gehen wir hier mal in den hinteren Teil. Also ich habe vorhin gedacht, das ist ein großes Mannschaftsboot, aber das sieht aus wie so ein übel krasses Überwachungsboot. Boot, man, nee, bekloppt, Flugzeug meine ich. Überwachungsflugzeug, ne? Hier war Radar. Das sieht irgendwie aus wie Kommunikation, Funk oder sowas. Absolut gestört, kick doch mal diese Monitore an. Das sind dann diese Monitore, wo immer, was man so aus Filmen kennt, ne? Bum, bum, bum. Absolut. Das Bum Bum ist hier. Ach, der Bum Bum ist da. Der Bum Bum ist da hinten, sagt Eric. Ach, da, hier ist dieses Bum Bum, ja. Genau. Da kam dieses Bum Bum, ne? Natürlich wieder. Natürlich wieder 80.000 Schalteinheiten und Knöpfe hier, ne? Absolut gestört, Leute. Also so weit wild, das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Ja? Also so flugzeugmäßig, absolut krank. Genau, wir haben Buch zum Flugzeug. Betriebsanleitung. Genau. Wenn du durch hast hier, 300 Seiten, dann kannst du fliegen. Wisst ihr Bescheid, Leute. Also wenn ihr fliegen lernen wollt, besorgt euch so eine Bedienungsanleitung für so ein übel krankes Flugzeug hier. Überwachungsflugzeug, und dann könnt ihr Pilot werden auf jeden Fall. Hier habe ich nochmal so ein Bedienfeld gefunden. Hieß das Mausern, ne? Mausern hieß das, ne? Morsen. Morsen, genau, Morsen. Weil hier oben ist auch so was ähnlich. Na, kann man mit Maus vergleichen. Sieht aus wie eine Maus da oben. Doch da haben sie immer hier so aufgetippt und hatten sie hier ihr Heimcodes. Ne? Da gab es auch so ein Alphabet, glaube ich, für. Ja. Na, Leute, wie gesagt, in so einem Ausmaß. Also ich habe generell noch leider kein verlassenes Flugzeug gesehen, aber das ist absolut gestört hier. Ne? Wann sieht man sowas mal jeden, sieht man ohne jeden Tag, so meine ich. Hier sind nochmal Emergency Exit. Und hier daneben nochmal dasselbe. Und hier hatte ich vorhin schon gesehen, hier war dieses zum Mausern oder Mausen oder was auch immer. Ich vergesse nochmal, wie das heißt. Und hier hatten sie tatsächlich auch eine kleine Küche drin, ne? Mit einem kleinen Backofen, eine Spüle, da steht sogar noch ein bisschen Spülmittel. Und hier Betten und darunter eine kleine Sitzgelegenheit. Hier nochmal ein paar Staufächer. Das Klo darf natürlich auch nicht fehlen. Mit kleinen Waschbecken. Und hier auch nochmal was, dass die Leute an der Seite rauskicken konnten. Da vorne hatte ich das ja auch schon gesehen, da konnten sie ganz nach vorne auf den Boden rausgucken. Hier hinten, kurz vor dem Ende von dem Flugzeug, sind links und rechts nochmal Sitzplätze, wo die Leute rausgucken konnten an den Seiten, ne? Dass sie vielleicht auch überwachen konnten, einfach nochmal zur Absicherung, ist hinten links oder rechts irgendwo Gefahr oder sowas, ne? Tja, und jetzt gehen wir nochmal in den ganz hinteren Bereich. Hier hatte ich noch gar nicht gefilmt. Hier unten ist nochmal eine große Luke, vielleicht Notausstieg oder wo, ja, die nicht Piloten, sondern die, ja, vielleicht auch die Piloten, wenn das Flugzeug in Not geraten ist oder so, dass sie da rausspringen konnten oder so, ne? Und da hinten geht auch nochmal übel lang weiter. Wir gehen einfach mal runter nochmal, scheiß drauf. Wenn, dann will man ja auch alles sehen, ne? Auch wenn bloß die kleinste Spitze ist. Wie gesagt, hier oben bin ich dann wirklich an der äußersten Spitze von diesem Flugzeug, ne? Hier wird doch schon ganz schön zuchig. Aber hier ist auch nochmal, ja, irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht für das Triebwerk oder für die Rotorblätter oder so. Absolut gestört, Leute. Wie gesagt, kann ich immer noch nicht, weiß ich nicht. Wenn man sowas immer zum ersten Mal sieht und sich dafür fasziniert, dann flasht es ihnen natürlich noch umso mehr, ne? Und ich habe gerade gesehen, hier unterhalb ist auch nochmal wie so eine Art kleiner Lagerung. Lagerraum oder so ein Scheiß. Und hier steht ein kleines Notstromaggregat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und hier auch
Hier liegen Akten rum. Einfach nochmal ein bisschen Stauraum für irgendeinen Kram, ne? Ja. Na, ihr könnt euch die wilde Aktion von Olli mal angucken. Ich bin auf dem Bauch raus. Ja, er dreht sie auch jetzt. Eine wilde Aktion. Lustig wäre, wenn dir jetzt die Hose aufreißen würde. Was? Wenn dir die Hose aufreißen würde. Ich bin fast hängig. So, die Geburt von einem Lost Placer. Ja, genau. Dann nimm mal auf die Abschiedsszene jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst mal ein Abo da.